Ottmar Hitzfeld, herzlich willkommen bei FCB TV. Als Sie vor einigen Wochen das Amt hier als Trainer übernommen haben, haben wir uns in der Redaktion überlegt, wie können wir dieses monatliche Gespräch denn nennen. Sind dann auf den Arbeitstitel gekommen, Hitzfelds Highlights, so eine kleine Alliteration. Highlights im April, die waren sehr, sehr rar. Wie haben Sie den April beim FC Bayern München erlebt? Ja, war natürlich der April eine große Enttäuschung. Hat ja auch angefangen mit dem Ausscheiden in der Champions League gegen Milan, obwohl Milan natürlich auch eine überragende Mannschaft hat und sicherlich auch die besseren Einzelspieler hat, waren wir trotzdem enttäuscht, weil wir eine gute Ausgangsposition hatten mit dem 2:2. Und dann natürlich auch das Spiel gegen Bremen zu Hause, nur 1:1, trotz 10:1 Chancen. Ich glaube, das war so ein Knackpunkt in der Meisterschaft, denn wenn man dort das Spiel hätten wir ja 2-3-0 gewinnen müssen, dann hätte das auch einen riesen Schub gegeben der Mannschaft, dann hätte man das Selbstbewusstsein weiter behalten, hätte man nochmal Chance gehabt, deutscher Meister zu werden. Und so wurde es dann immer etwas weniger und das gab es dann Rückschläge wieder auswärts, wo wir verloren haben und das gab der Mannschaft doch einen Knacks und dann leider auch die Ausfälle von Willi Sagnol und Bastian Schweinsteiger, die ja für uns auch im spielerischen Bereich enorm wichtig waren. Die Mannschaft war ja davor auch nicht gerade überragend, aber wenn dann Schweinsteiger und Sagnol noch ausfallen, dann fiel das schon ins Gewicht und jetzt natürlich Owen Hargreaves verletzt.